nachdem nun beschlossen wurde, dass es ab diesem Jahr einen Bundesjugendchor geben soll, muss dieser ja auch entsprechend besetzt werden. Ich habe richtig Lust vorzusingen. Ich freue mich, aber natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt. Gerade Chorsingen ist halt so toll, weil das ein total soziales Ding ist. Also ich finde, wenn man 2 Stunden mit fremden Menschen singt, dann kennt man die ja schon irgendwie. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Es haben sich über 120 Leute gemeldet und wir haben jetzt 2 Tage in Frankfurt schon gecastet und sind jetzt 2 Tage hier in Berlin. Das ist eine wahnsinnige Erfahrung, im Chor mitzusingen. Das ist viel schwieriger, finde ich, als solistisch. Diese ganze Wahrnehmung von allen Menschen und diese Konzentration und das Durchhaltevermögen wird so trainiert, geschult. Das ist wundervoll. Und das jetzt auf Bundesebene zu machen, ist natürlich einfach nochmal ein bisschen interessanter, ein bisschen größer, neue Menschen. Es gibt Vorsingenräume, dort bekommt man dann 1/4 Stunde Zeit, um sich vorzubereiten. Und dann geht's ab in den Juryraum, dann wird vorgesungen, es gibt 5 Jurymitglieder. Es macht wahnsinnig viel Freude zu sehen und zu hören, was für wunderbare Stimmen es gibt. Wir hoffen natürlich, dass die gewonnenen neuen Sänger und Sängerinnen auch dann mit Herzblut daran gehen und sagen, so, das ist jetzt mein Chor, in dem ich mich vor allen Dingen für engagiere. Nee, es lief eigentlich ganz gut und super nette Leute, super tolle Jury, richtig cool. Also es war eine sehr schöne Atmosphäre, fand ich. Vor allem die Kritik hinterher war sehr produktiv und konstruktiv. Das fand ich sehr schön und ja, es hat mir Spaß gemacht.